Hallo, wir sind André und Eva aus dem Fitnessstudio Obutsch. Und wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen für das Programm, auch für die Fotos und auch für uns selbst so zu fit machen, ein bisschen geile Muskeln haben und einfach auch ein bisschen rauszukommen aus diesem bisschen oralen kleinen Fettibauch. Ich habe schon viele, viele Jahre immer mal so ein bisschen Fitness gemacht, nie so wirklich kontinuierlich, sondern immer mehr so kleine Pumpphasen gehabt, wo ich ein bisschen trainiere. Weißt du, was denn entspricht, wo ich einfach schon mal so ein bisschen... Eva möchte gefilmt werden. Das ist natürlich viel. Das war noch die Einstellung von mir. Geil! Yeah, baby! Gerade mir tut es sehr gut, weil ich momentan merke, wie steif ich gerade bin und wie ängstlich und wie lebendig ich sein könnte, ohne es momentan zu sein. Ich habe sie hier ein bisschen reingezogen. Sonst machen wir immer Yoga und was machen wir noch? Ach, verschiedenste Sachen. Und Fitness hatte für mich dann auch einige Jahre lang überhaupt keinen Wert mehr. So ein bisschen habe ich gedacht, zu viel Ego, wozu jetzt so weiter aufpumpen, passt nicht mehr. Sondern mehr die innere Schwäche fühlen, den kleinen Jungen, ja, der in der Form immer sich minderwertig gefühlt hat. Und den habe ich von innen aufgebaut und ich liebe das Außen jetzt auch, so ein bisschen eine Form reinbringen, eine schöne Definition, ich mag das sehr. Und ja, ich finde es geil, das jetzt mit Eva ein bisschen zusammen zu machen. Ja. Gut, das erstmal so zu uns. Und ja. Gibt es noch was zu sagen? Ja, nur, dass es absolut wichtig ist, auch bei diesen ganzen psychischen Prozessen, so Bewegung, diese innerliche Entschlaffung durch Bewegung, auch so diesen Körper, dass dein Bewusstsein auch deinen Körper formt und dein Körper dann dein Bewusstsein wiederum Impulse gibt. Das ist ein absolut präzises, geiles Zusammenspiel. Und deswegen nutze auch diesen Kanal, wenn du was ändern willst über den Körper. Besonders deutlich wird das beim Tanz, du stärkst deinen Körper und besonders bist du auch fähig, plötzlich neue Bewegungen irgendwie zu machen beim Tanzen. Das waren für mich immer so diese kleinen Kicks. Und genauso ist es auch mit dem Bewusstsein. Also je fitter du körperlich bist, desto mehr Räume öffnen sich auch im Bewusstsein. Toll. Okay. Super, super gesagt. Super. Dankeschön. Tschüss. Also, ich finde das Geile hier an diesem Studio ist, wir sind so ein bisschen Energien, wie ich sie für ein Studio in einem Studio liebe. Ich mag nicht diese sterilen, super sauberen, perfekten Studios. Hier ist ein alter Gammelteppich drin und das passt so ein bisschen, ja, vielleicht zu mir, nein, es passt so ein bisschen einfach. Ja, hier ist so eine gewisse Natürlichkeit, ja? Vielleicht so ein bisschen wie in den ersten Arnold Schwarzenegger-Jahren in Kalifornien. Es ist hier kommt alles voll zusammen, hier riecht es ein bisschen nach Schweiß, hier sind alte Geräte. Das hat für mich was Geiles, da fühle ich mich eingeladen, da fühlt sich mein Körper gleich wohl. Hier guckt dich keiner irgendwie doof an, du machst einfach deine Sachen. Das ist alles ein bisschen primitiver, aber irgendwie authentisch und ehrlich. Nichts gegen saubere Fitnessstudios, die können auch geil sein. Es ist einfach eine innere Sache, dass ich mich hier gleich irgendwie wohlgefühlt habe, auch eingeladen gefühlt habe. Und das ist das Schöne irgendwie am Bali. Ich genieße das, du hast hier wirklich sämtliche Plätze, du kannst, 1000 Angebote sind hier, um dich in irgendeiner Weise auch körperlich fit zu halten. Okay, jetzt möchte ich weiter trainieren, denn in einer Stunde müssen wir schon wieder bei den Kindern sein. Das ist ja immer so, wenn man so ein kleines Baby noch hat, muss man ja auch immer so ein bisschen, muss man immer alles ein bisschen im Hinterkopf behalten. Okay. Tschüss, bis bald.